Was nimmt der sich da raus? Waffen. Qualitätsscheu ist nicht. Das hast du aber oft genießt. Genießt hört sich nicht so gut an. Ich finde Genossen viel besser. Ja, nimm das zweite raus. Stell es auch auf den Boden. Hat sich hier so ein Rondellplan. So ein kleines. Kannst aber auch einfach essen. Ist okay. Henry hat das gemacht. Und du kannst es auch essen. Ist okay. Ja. Henry hat dir anbrennen lassen. Das finde ich irgendwie nicht so gut zu wissen. Aber naja. So, hier. Samstag früh. Mach mal hier unten. Ich klicke jetzt mal unten nochmal auf die Waschmaschine. Mal gucken, ob es dann geht. Normal. Ach, feine Fische. Das ist doch lächerlich. Dauert wahrscheinlich dann noch länger. Du solltest mal schlafen gehen, mein Kind. Du bist dreckig. Deine Dusche hat nichts gebracht. Ich meine, zumindest ist es gut, wenn wir jetzt die beiden vollen Sachen, egal wo wir sie jetzt reinschmeißen, vielleicht machen wir dann nur wieder eins voll. Aber vielleicht wäscht das jetzt wirklich. So, ihr lebt noch, ja? Also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Warum höre ich den Regen hier so stark? Hat jemand euch schon mal gesagt, dass ihr ein echt süßes Pärchen wärt? Ey, hast du das? Hörst du das? Siehst du das? Die Kamera? Draußen vom Fenster? Siehst du das nicht? Ah, das war so eklig. Aber irgendwie der Teller. Schaut mal, wie der aussieht. Das ist wie so ein Kaffee. Wie sagt man? Kaffeesatz. Ich kann aus angebranntem Essen lesen. Ich schaffe es. Meine Zukunft sagt mir, ich werde sehr berühmt. Und damit werde ich jetzt auch starten. Aber erstmal muss ich das jetzt aufräumen. Nicht, dass die anderen merken, dass ich die Zukunft sehen kann. Das wäre schlimm. Boah, Henry ins Bett. Bist du ja genauso. Ich möchte ja am liebsten ausschalten wie den Fernseher, ey. So. Ach, Nikos, ich höre die Wäsche. Ich bin überrascht, du hast es geschafft. Frage beantworten. Was für eine Frage? Haben wir eigentlich ein Dach, sag mal? Das hört sich an, als hätten wir kein Dach. So laut der Regen, ey. Hast du geschlafen? Sag mal. Also, weißt du, so nachts? Also, jetzt eben? Ja, klar. Wenn ich bei dir in der Wohnung bin, dann immer. Fische. Ich habe heute Nacht vom Fisch geträumt und mir war so, ich hätte hier die Umwelttussi. Hätte ich gehört, die hätte über Fische. Ja, ich habe das auch. Ich habe das geträumt, ja. Ich komme mal irgendwie nicht mehr klar. Es ist schon so spät, Leute. Ah, ich bin's besucht, Esther. Und ich kann das jetzt auch lesen. Also. Boah, hat die gerade auch, ey. Die waren so hochgedreht. Aufbrezeln am Spiegel? Du musst dich jetzt nicht aufbrezeln und du musst schon gar nicht China besuchen. Das machen wir gar nicht, Nikos. So, irgendwer kann. Oh, also. Mit der Wäsche, das gefällt mir schon mal gut. Ist die nicht jetzt sogar schon fertig? Kleidung in den Trockner geben. Das machst du jetzt schon mal schnell, dann ist die wieder da frei. Und dann könntest du mal einmal, also aufbrezeln könntest du immer noch machen, aber du gehst erstmal einmal duschen in der dreckigen Dusche. Und dann kannst du dich aufbrezeln. Und dann kannst du mal deine Freundin anrufen. Ferngespräch haben. Wir haben doch gar keine ausländischen Freunde, oder? Einladen nach, ja, einladen nach, genau. Und dann kommt ja hoffentlich dieses mit der Kunstgalerie. Ja, ist mir doch super. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Apropos Fliege, ich habe hier schon irgendwie wieder was rumsummen gehört. Und ich glaube, irgendwer hat schon wieder eine Fliege gegessen. Isabel wird es nicht gewesen sein, sie ist Vegetarierin, also das wäre irgendwie merkwürdig. Was ist denn das da? Makaroni mit Käse scheußlich von Henry. Ich glaube, Henry sollte nicht mehr kochen. Das sieht alles so angefackelt aus. Den sollten wir nicht mehr alleine lassen. Der ist wahrscheinlich eher eingeschlafen zwischen dem Kochen. Ja, oh Gott. Ja, lass den. Ach, du putzt. Ich wollte gerade sagen, lass den Bart an, wenn dir kalt ist. Ja, du bist süß. Die nehme ich gleich mal weg. Wir wollten ja nach dem Wetter auch schauen. Stimmt, das können wir auch noch machen. Das machen wir vielleicht gleich. Und die da schmeißen wir weg.
Suche. Du hast jetzt gar nicht, ne? Stimmt, weil die hat ja gerade geputzt. So, jetzt mach nochmal. Duschen. Ich weiß nicht, was da gerade aufgeploppt ist bei ihm. Oh, dieser Regen. Wettervorhersage lesen. Und du kannst auch mal allgemein lesen, was momentan so abgeht. Ich finde es eigentlich immer ganz witzig. Ja, lesen. Genau, wir adoptieren jetzt noch ein Tier. Das wäre es jetzt noch. Okay, ansonsten, der schläft immer noch. Wahnsinn. Ah gut, der ist ja auch erst sehr spät erst ins Bett. Sie muss ganz dringend aufs Klo, aber jetzt aber schnell. Bis jetzt das Kleid da hochgezogen hast, das wird nicht mehr, das wirst du nicht mehr schaffen. So, läuft. Nikos. Isabel, du bist doch bestimmt auch immer noch, ja, das dachte ich mir. Aber okay, ist dein Problem, echt. Okay, der braucht noch ein bisschen, das können wir dann auch noch rausnehmen. Da haben wir alle frische Wäsche heute. Sie malt wieder, finde ich gut. Sie trägt wieder was bei zur, ich wollte gerade sagen, erst kindlichen Erziehung. Sah das ein bisschen aus, aber das sieht ja schon fast so ein bisschen Picasso-ähnlich aus, muss man ja ganz ehrlich sagen. Okay, Santos Belli, Wettervorhersage. Samstag heute, sonnig. Davon hören wir sehr viel, ohne unser Dach, ja. 10 Grad, tiefst 0 Grad, dann Sonntag, mittlerer Schneefall, na super. Montag, heftiger Schneefall, mittlerer Schneefall. Also es wird, the winter is coming, Jon Snow. Nikos. Wie heißt er denn mit Nachnamen? Ich hatte jetzt fast den Namen gesagt, von dem ich den Namen in Anführungsstrichen geklaut habe. Das wäre ein bisschen komisch. Ja, also es wird kalt. Nikos Elito habe ich ihn genannt. Okay, ich wusste es echt gerade nicht mehr. Dass du dieses Sims-Tattoo hast. Ich bin total überrascht, dass du da so ein Tattoo hast. Okay, was haben wir hier? Ja, jetzt aber mal alles raus, Isabel. Stefan hinterlässt Vermächtnis der Liebe. Nach einem langen und erfüllten Leben ist Stefan Junggesell gestern friedlich für immer eingeschlummert. Die Familie, die von der Erbschaft ein neues Auto gekauft hat. Ist Nikos? Vielleicht. Mit Stefan Junggesell? Verwandt? Nikos? Die Familie, die von der Erbschaft ein neues Auto gekauft hat, sagte, der Tod sei tragisch, aber zur rechten Zeit. What the fuck, ey. Trockner ist fertig. Isabel, schlaf nicht. Teure Hochzeit setzt neue Modemaßstäbe. Die Familien sind stolz, die Vermählung von Katinka Nea und Wolfgang Nea bekannt zu geben. Die Trauung von gestern statt und war eine gelungene Mischung aus modernen Elementen und nostalgischem Flair. Das habe ich, glaube ich, noch nie gelesen. Die Kosten der Feier, die man wohl über die man wohl weislich nicht sprach, sollen im sechsstelligen Bereich liegen. Aha, da haben wir also wieder wahrscheinlich, außer das ist eine Kschmarie, aber vielleicht haben wir da eine reiche Familie. Das sollten wir uns beobachten. Apropos, Nikos, du bist, was? Zusehen. Du musst nicht zusehen, wie der Nerd, der Geek Dingsbums da spielt. Du solltest, haben wir gesagt, dich aufbrezeln und dann wollen wir deine Freundin anrufen. Handy. Einladen nach. So. Wie fühlen wir uns? Attraktive Gesellschaft. Ja, das würde ich offenbar auch sagen. Knurrender Magen schweigt nun still. Obwohl Birgit näher in einer reichen Stadt mit gut gefüllten Supermärkten lebte, ist sie gestern jämmerlich verhungert. Das Rathaus möchte den Vorfall nach einem ausgiebigen Mittagessen, oh Gott, Alter, in der nächsten Sitzung besprechen. Also, es ist schon krass. Ja, was da steht, ich finde es irgendwie voll witzig. Okay, aber Leute, das finde ich jetzt gerade irgendwie ganz interessant. Hießen die anderen nicht beide auch näher? Ich habe mir das gleich schon wieder gemerkt, wegen hier reich und so, ne? Muss man ja immer gleich auf dem Schirm behalten. Ich hoffe nicht, dass das die Tochter der beiden ist oder so. Oder ist das seine Frau, die verhungert ist und er hat sich gleich wieder neu verheiratet?
Wait, what ist hier eigentlich los? Also irgendwer aus der Familie ist gestern verhungert und gestern gleichzeitig haben die beiden geheiratet. Wahrscheinlich ist sie bei der Feier verhungert. Bestimmt. Also vielleicht waren sie doch nicht reich. So, du malst, das finde ich echt schön. Dir gefällt es, ne? Aber ich könnte das besser. Ich könnte das besser. Warum hast du eigentlich auch rote Augen? Habe ich dir die so rot gemacht? Wahrscheinlich. Aber solange du nicht zum Vampir wirst, das ist gut. Das gefällt mir. Crazy. Sieht so süß aus. So, was haben wir denn hier alles noch? Das finde ich so, das interessiert mich so gar nicht, aber Pferde interessieren mich an sich auch nicht. Gaucho landete bei Riddle Rennen auf dem ersten Platz. Gaucho, geritten von Jake, hat das Publikum mit einem grandiosen Finish überrascht und den Wettkampf Riddle Rennen gewonnen. Ich habe noch nie ein Pferd mit einem solchen Siegeswillen gesehen, sagte ein Zuschauer. Ich frage mich, ob Jake beim Training auf Motivationsposte zurückgreift. Mit Sicherheit. Fiona. Ey, es sind echt viele Leute gestorben, sag mal. Stefan Junggesell, von dem wir anscheinend ein Auto geerbt haben. Fiona hinterlässt Vermächtnis der Liebe. Nach einem langen und erfüllten Leben ist Fiona McIrish gestern friedlich für immer eingeschlummert. Die kennen wir gar nicht, oder? Auch nicht irgendwie. Fiona McIrish, hat sich irgendwie auch cool an, war eine berühmte Künstlerin, wenn auch et eine etwas fragwürdige Gastgeberin. Der Butler des Hauses, warum sind die alle reich? Der mit dem Geld aus der Erbschaft bezahlt wird, sagte, dass sich die Familie zu bestürzt sei, um sich der Presse zu stellen. Boah, Alter, was ist denn hier los? Okay, da ist noch ein Auto. Vielleicht sind wir auch mit Iqbal Alvi verwandt. Iqbal hinterlässt Vermächtnis zur Liebe. Nach einem langen und erfüllten Leben ist bla 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 bla. Wie viele Leute sind gestorben? Ich bin mal gespannt, wie viele Todesanzeigen da jetzt gleich noch hier reinfluten. Wahnsinn. Ich hoffe, es kommen ein paar neue Leute nach hier. Isabel gerade runtergefahren. Nach dem Hotspot. Die Schinderei. Ich glaube, das ist doch unser einziger Hotspot des ganzen Ortes, oder? Okay, dann bist du jetzt durch. Wow. Klasse. Die kannst du aber auch mal wieder rauspacken. Die braucht man nicht bei uns. Die kann man da hinlegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nehme ich jetzt schon fast eine halbe Stunde auch schon wieder hier. Ist auch nichts passiert. So, aufbrezeln und danach ziehst du dich auch mal ein bisschen was anderes an, ne? Lassen ihren persönlichen Stil erkennen. Wie viele Dinge haben wir denn eigentlich? Wir haben schon fünf, okay. Jetzt gefällt es dir aber. Ja, natürlich unsere. Ja, hallo, wen denn sonst? Ziel wählen. Regenwetter im Museum. Bei Regenwetter im Museum, ist doch klasse. Nur wo ist das? Da. Möchtest du wirklich da hingehen? Ja, ich hoffe, er zieht sich von alleine jetzt gleich um. Unser. Ach da, ich wollte gerade sagen, er ist ein Geist, aber nicht. Okay, hört sich gut an. Ja, ich glaube, wir kriegen unser Auto endlich los. Von wem klingelt das Handy? Von ihm. Okay. Ich glaube nicht, dass es seine Winterkleidung ist, oder ist es das? Ich bin gerade unsicher. Bitte lasst das Haus stehen, Leute. Okay, es ist ein Dingsbums. Der spielt immer noch. Bring dein Essen. Dein Essen? Nein. Auf. Nein. Nein. Da müssen wir gar nicht weiterlesen. Nein. Auf gar keinen Fall. Wir fahren mit dem Taxi. Interessanterweise. Vielleicht holen wir vorher sie noch ab, weil. Ist da Frost auf der. Ach nee, es geht jetzt rein. Voll schön eigentlich, ne? Ich bin gerade, ja, ich bin gerade verwundert, warum wir nicht mit unserem eigenen Auto fahren, sondern mit einem Geistertaxi. So, wer ist denn hier noch so? Können wir gleich mal gucken. Wer ist das? Warum hast du Mortimer Grusel? Mortimer Grusel? Du rennst hier rum. Ich dachte, ihr reichen Säcke. Da unten, ich habe sie schon gesehen. Ich habe sie schon gesehen. Sie steht da. Ihr reichen Säcke. Kommt gar nicht aus euren Villen raus da. Mortimer Grusel. Und? Wen haben wir hier noch? Können wir hier nochmal einen Stock bitte runter machen? Irgendwie? Ja. Du schaust so traurig. Oh Gott. Okay, einen Moment. Das machen wir gleich weg. Das machen wir gleich weg. Grundfunktion? Nein. Was ist denn das eigentlich? Ich muss mir das mal merken. Da. Star Level.
Ich werde meine ganze Stadt wieder entstarren. So wie. Oh, bisschen sehr tief jetzt. So, das ist gut, damit die alle keinen grünen, grauen Star bekommen. Claire Usine. Ist das nicht die eine, die da oben am Strand wo? Ja. Oder? Ist. Boah, Leute, hier, was ist denn jetzt hier? Also, ich meine, es kann sein, dass sie jetzt einfach nur dick ist, aber ich glaube, ist das nicht die, die so eine komische Story hat? Wo, oh, und die Brüste sind aber auch gewachsen. Also, was ich jetzt sagen will, das ist doch die, die immer gleich von Anfang an dabei ist, oder? Und die wohnt dann unten am Strand und dann hat die so eine komische Story, wo man das Gefühl hat, sie könnte vielleicht schwanger sein und sie weiß vielleicht selber auch nicht von wem. Also, ich weiß nicht, ob das ein Outfit, ein Schwangeren-Outfit ist, aber also sie ist zwar ein bisschen moppeliger, aber ich finde, sie sieht schon schwanger aus, oder? Also, ich würde sie das jetzt nicht fragen. Weil macht man ja nicht. Aber sieht schon so aus. Und du? Siehst ein bisschen komisch aus. Wer bist du? VG Alvi. Dem muss es nicht gut sehen. Da ist doch ein Alvi, ist doch da gefreckt. Also da ist unsere Freundin auf jeden Fall. Genau, die habe ich schon gesehen. Ich dachte, da hängt irgendwas im Baum hier, das Ding. Aber was ist noch das? Haben wir noch irgendwen hier? Wahrscheinlich nicht, die kommen jetzt immer erst alle an, ne? Was stehen da für Leute rum? Madison? Wann? Wetzen? Watzen? Ich erstmal alles hier. So, also, und eine Monica Morris, die jetzt kein Star mehr ist. Ich weiß gar nicht, ob ich in Sunset Valley hier schon mal überhaupt in dem Kunstdingsbums drin war. So, da ist unsere Freundin. Er hat dieses, oh, sie hat auch irgendwie eine Erinnerung. Die muss ich eigentlich auch mal ausstellen. Die sind eigentlich total bekloppt. Und nehmen voll ihre Soßen weg. Lass mich jetzt mal da gucken. Schick sie es da aus. Als würde sie gerade von der Arbeit kommen, Mensch. Meine Liebe. Freust dich schon, ne? Was? Ich will eigentlich sie nicht kennenlernen. Aber gut, du willst ja irgendwen kennenlernen. Nein! Was ist hier mit den Haaren gerade los? Warum stehen die zusammen in einer Person? Haben die sich jetzt Peter Landgraf und Zelda May, sind die jetzt so zu einer Person geworden? Genauso wie die hier? Die mögen sich auch ganz besonders. Und Katharina Landgraf, du bist lang genug ein Star gewesen. Das ist auch vorbei jetzt. Dein Leben in Saus und Braus. Und die hier, die Zelda Mee, wo ist sie? Nein. Da ist sie. Zumindest der eine Teil von ihr. Die ist auch kein Star. Es gibt keine Stars. Nicht in meiner Welt. Nicht in dieser Welt. So. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe sie hierhin eingeladen, lerne jetzt hier irgendeine Schwangere kennen, davon mal abgesehen. Und sie bringt ihre ganze Familie mit, wo man immer noch nicht so ganz versteht, wer jetzt wer ist. Und ihren Ex. Ihren Ex bringt sie jetzt mit. Das ist doch jetzt nicht, das kann doch jetzt nicht ernst sein. Und habe ich jetzt schon die Dings kennengelernt? Anscheinend nicht. Und wo rennt jetzt meine Frau hin? Warum hast du denn deine ganze Familie mitgebracht?